Und dann braucht man ja zum Aufgießen von Suppen sehr oft Gemüsebrühe. Und wir leben in einem Zeitalter der Nachhaltigkeit, deswegen zeige ich euch jetzt mal was, was ich hier gemacht habe. Ich habe einfach so Gemüsereste, die ich natürlich immer wieder habe beim Schälen oder auch gewisse Mengen, die übrig bleiben, zusammen mit diversen Gewürzen und Kräutern hier in so einen Topf gegeben mit einer gerösteten Zwiebelhälfte. Und das lasse ich einfach ganz langsam köcheln. Und dadurch habe ich immer bereit eine selbstgemachte Gemüsebrühe. Ich weiß genau, was drin ist. Und zudem habe ich auch ein sehr gutes Gewissen.